Hi und willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich bin groß zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Wir spielen als Oik und ja, wir haben noch einen 4-Sterne Gegner hier vor uns, also werden wir halt auch wahrscheinlich brauchen. Machen wir das Leben schwer. Oh. Ja, versuchen wir das. Ich müsste richtig viel reinhauen bei den Werten und den Sachen, die ich hier ausgerüstet habe, ne? Gegen die kämpfen, ehrlich. Alter. Ah, komm. Boom. Alter. Will die Knarre nicht. Was? Dann kommt man ja und dann kommt noch eine Helfer-Trophäe gleich. Ich denke, das ist ein bisschen zu viel. So, einer ist weg. Tschüss. Oh, Dracula. Oh, das wäre Jirai eben. Das wäre richtig nervig gewesen. So, zurück weiß es man. Wenn man Helfer-Trophäen hier erledigen kann mit Fire Emblem Charakteren, einfach kontern. So, ich bin euch fertig. So, noch einmal sogar die richtige. Durch diese Angriffe werde ich sogar geheilt. Sehr gut. Schön. Den hat man sogar noch nicht. Cool, ich bin froh. Man kann nicht einen Charakter spielen, mit dem meine Erfolgschancen höher sind. Da wartet der nächste Kämpfer darauf, von uns gerettet zu werden. Risky Boots. Ich glaube, die ist auch Shantae. Aber ich kann mich gar nicht. Das sind graue. Gegner nach Items. Was? Du benutzt einen Toad, um mich zu hauen? Na gut. Und so. Geht aber weg, oder? Ich wollte kontern. Ja, Block ab. Nein. Hey. Tschüss. Gut. Shantae, wollte ich auch mal spielen irgendwann. Dürfte auch nicht so lange dauern, bis ich das erledigt hätte. King K. Rool. Dürfte kein Problem sein. Jetzt ist wieder sein Rettungsruf ein. Es gibt es keinen Morgen. Bei irgendwelchen zufälligen Momenten. Ich komme da nicht ran. Bankuchen. Tschüss. Wisst ihr? Ah, da hätte ich den raushauen können.
Tschüss. Nein, der lebt immer noch. Immer hau ich die mit Items raus. King K. Rool kämpft nun mit. Wenn das nicht hilft, wirft ein Item auf den Gegner. Dann fliegt er auch schon raus. So, jetzt haben wir eine Sackgasse. Das heißt, wir müssen da unten irgendwo durch. Wo auch immer wir da noch hingegangen sind. Nope. Oh, nee, da kommt man noch oben unten. So, ja. Nee. Also, wie geht's denn jetzt hier weiter? Nein, boah. Ich habe mich im All verirrt. Ich habe irgendwie auf der Karte noch nicht gesehen, wo hier irgendwie ein Boss ist oder so. Also, so, irgendwo trennte sich hier der Weg doch noch. Ja, das ist irgendwie so ein geheimer Weg, nehme ich an, ne? Weil er nicht so offensichtlich aussieht. Ne, von hier kam ich, genau. Und... oh Gott. Oh, Röhren sehe ich gerade. Weiß nicht, woher der Boss sein könnte. Aber für Gegner. Oder zumindest das Gegner sieht sich schnell auf. Röhre Angriffskraft. Ich kann mich heilen. Und ich bin Ike. Ich werde das schon schaffen. Ja, da bin ich. Wieso kann ich das eigentlich nie hauen? Ich sehe, wie sich der Dings bewegen kann, also. Oh, dieser, der Pfeil weggehauen mit meinem Schwert. Ah, der musste mich nur erreichen, ich. Und zum ersten Mal hier jemanden damit abgehalten. Also auch wenn das, glaube ich, auch funktioniert, ne? Und unter. Danke. Komm, ich hau dich so darunter. Das wäre geil gewesen. Da war ja noch mal der Gegner hat höher Angriffskraft. Ich sehe irgendwie nichts davon. Versucht den gar nicht erst hinterher zu springen und versuchen den irgendwie im Dings hier Schaden zu machen in der Luft. Wir tun sowieso immer ausweichen in der Luft. Also ich treffe die sowieso nie, haben wir da. Ja, ist gut. Deswegen tue ich immer warten, bis ich erst am Boden lande. So, oh, hier ist noch was. Luigi. Stimmt, wir haben noch nicht Luigi. Mein Gott. Hat ja auch ewig gedauert, ne, bis wir dich mal gefunden haben, Kollege. Wie geht's danach weiter? Das ist jetzt die Frage, ne? Du lässt dich damit treffen, alles klar. Weg. Wäre so cool gewesen. Eine Mine, in die niemand rein. Niemand reinläuft, außer wenn ich die voll gegen jemanden in die Fresse werfe und Luigi ist weg. Also man könnte meinen, Luigi hätte man schon ein bisschen eher freigeschaltet, aber nö. Da sieht man mal, wie Luigi wieder behandelt wird von den Händen. So. Da. 46. Perfekter Reflektor, perfekter Schildhelfer. Vielleicht wäre das nicht schlecht, ne? Oder das hier. Angriff, Tempo. Das vielleicht auch am Anfang des Kampfes nicht schlecht sein. So, jetzt können wir hier lang gehen, ne? Hm.
Wer Bowser dient, dem sollst du folgen. Lagetun Stachy. Taublos. Ja, ganz eindeutig. Taublos, ne? Da machen wir trotzdem die hier platt, ne? Oh, oh, oh nein, das sind die Koopalinge. So winzig. Oh, ich kann dann meine mit katapultierresistenter. Kann gar nicht mehr richtig getroffen werden, wenn ich im wenn ich am Aufladen bin, dann ist richtig geil. Kommt mal her. Oh nee, einer verfehlt. Ugh. Du auch, oh, Dreck. Wir gehen so raus. Oh nein. Ha. Was ist das? Sehr cool. Gut. Es geht voran. Jetzt 100%ige Erfolgsquote mit Ike. Wie erwartet. Truhe. Den glaube ich von Super Mario Bros. 2, ne? Super Mario World 2. Nee, Bros. Bros. Ja, Bros. Ja. Super Mario Bros. 2, hört man auch die Musik schon. Weiß steht dir viel besser. Warum trägst du nicht weiß? Ja, und das war der Kampf. Gut. Und weiter. Okay. Ja, Geisterpunkte, Snacks, ja. Oh Gott, was ist das denn? Der Subraumarmee, wahrer Führer, leitet dich zum Ziel, trifft deine Wahl. Also der finale Boss aus Brawl. Ja, oder der könnte halt auch sein, der wollte Minister. Master Giant. Ich wollte Dark Matter, wo ist er? Tabu. Prophet. Also. Boah, dieser Boss, der war so knüppelhart, ey. War sehr viel schlimmer als hier. So Sachen wie. Ach, kann ich gar nicht, ey. Ist gar nicht drauf geachtet. Oh nee, Metallverwandlung für Gegner. Ich habe Metallschreck, also. Die hat nicht so viel. Alter. Okay. Dann möchte ich so weitermachen. Der finale Boss aus Brawl, aus dem Brawl-Abenteuer-Modus. Der war unglaublich schwer, ey. Er hat auch so einen blöden Angriff, wie wenn Meister und Crazy Hunt hier sozusagen die Hände schütteln, sag ich mal. Und ja, da muss es ja irgendwie dreimal hintereinander so einen perfekten Ausweich machen. Und ja, Gott, oh, Dreck. Ah, wollen auch meine Ultimate warten. Okay, das ist ein bisschen heftig. Aber das ist nicht so schwer. Die haben mich irgendwie voll vernichtet am Anfang des Kampfes. Ja, genau so. Auf damit. Boom. Du nach jedem Angriff irgendwie den Smash-Angriff machen.
Ich habe den Angriff abgewehrt mit meinem Angriff, was? Oh nein, boah. Oh, weil die mich wieder einmal gehauen hat, ey. Glaube ich. Ach. Aber sie voll einfach, ey. Konter. So, ich greife die jetzt mal an. Konter. Boom. Ja, voll einfach. Und auf diesen Sudden Schaden könnte ich hier wieder verzichten. Konter. Was ist das? Muss schon sagen, kommt die damit nicht klar. Ja, jetzt aber gerne. Das ist auch voll mies, ey. Das war eine andere Gruppe hier. Kräfte glau bringt sie nicht. Heilungsschild könnte es bringen. Ich die ganze Zeit blocke, nachdem sie ihren Smash angefangen jetzt. Weil mich greift die einmal an. Smash Angriff. Diese riesen Arme und Beine sind ihre Smash Angriffe halt. Ja. Kann ich voll ausnutzen ja eigentlich. Ja, jetzt habe ich ja Heilungsschild, also da konnte eigentlich nützlich sein jetzt hier. Alter. Alter, ist gut. Hier, Brüstert, oh mein Gott. Komm her. Weil habe ich wieder Schaden bekommen, ehrlich. Oh, gut. Ich bin schneller als du. Oh Gott. Ich habe auch schwer für diesen Typen noch nie besiegt. Weiter. Ich habe auch noch nicht auf schwer gespielt damals bei Brawl. Boom. Ruhe. Na, warte, unser Boss, ne? Wenn er jetzt Tabu kommt, ne? Was? Ich würde gerne erstmal die anderen hier fertig machen, danke. Und die Truhe vielleicht einsammeln. Snack, super. Na komm. Machen wir die noch schnell fertig und dann machen wir den Boss fertig. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, wer das war oder was. Na, schon wieder du. Komm her. Ist die echt so leicht? Hat die echt so eine bescheuerte KI? Tschüss. Hab gesagt, tschüss. Okay. Und dann schafft man ja noch alles. Ja, ich muss ja trotzdem noch ein paar Gegner hier erledigen, ne? Ja, Mega Man und so. Ach, da kotzt mir jetzt schon, ne? Ja, noch ein 4-Sterne Gegner. Da sind zwei Gegner. Okay, aber ich krieg keinen Zahnschaden, also. Wird ja wohl nicht so schlimm sein, oder? Hey. So. Ja, was? War schon viel zu lange.
Alter. Das ist nicht so schwer. Kampf erinnere ich mich noch so halbwegs. Was macht er da? Ist das? Oh, ist das? Ja, schon da. Oh nein. Oh. Da hinten geholt und dann eingesetzt. Habt ihr den gesehen? Boom. Jeder Luft ausweicht da jetzt wohl gern. Ich sollte echt damit anfangen, irgendwie versuchen, die Minen eher auf die Gegner zu werfen, anstatt die am Boden zu platzieren. Da habe ich mehr davon, glaube ich. Bleib so stehen, verdammt. Was? Der hängt doch noch da. Okay. Lang lebe Ike. Dish. Einfach auf seine Pfoten gauen. So. Master Giant. Bombenwetter. Gegner Superrüstung. Den Boss konnte ich auch nicht leiden, ey. Also drei Phasen oder irgendwie so was hatte der, oder vier. Oh mein Gott. Ich dachte, der Gegner hat super Rüstung. Okay, versuchen wir noch mal. Ohne hat der Kampf ja voll beschissen anfängt für mich. Dreck. Das gibt's jetzt nicht, ey. Ich dachte, ich habe noch einen Sprung. Haha. Leute. Ich bin nur einmal gesprungen, warum? Das aber gern. Ja, ist gut, Mann. Boah. Boah, was ist das? Hey. Ich wechsle hier zu einem anderen Charakter erstmal wechseln wieder wegen diesem Kampf. Natürlich, ich gehe auf ihn los und dann hört er auf zu rein. Boah. Ich glaube nicht, dass ich den Kampf hier schaffen werde. Für eine Weile. Wohl. Nee. Jetzt auf jeden Fall nicht. Ich wollte eigentlich nur in dem Part schaffen, hier diesen einen Boss zu erledigen, aber sieht wohl nicht so danach aus, als ob ich das schaffen würde. Oh, ehrlich?
Au, au. Oh, ehrlich. Hier unten. Ich den so erledigen kommen. Ist auch voll billig, aber was soll's. Nein, das gibt's jetzt einfach nicht mal. Da dieser Pisser. So, jetzt mache ich auf jeden Fall das hier. Ey. Leck mich am. Was soll's? Weil ich umgedreht war. Ey. Mir habe ich aber mehr Verteidigung. Ja, okay. Oh mein Gott, ey, willst du mich verarschen? Boah. Ja, lass mich runterfallen. Boah, 10-mal hintereinander. Ich konnte jetzt einfach nur noch. Warte, du. Er scheint auch als einziges den zu stunnen irgendwie. Kopf muss einfach eine Bombe. Mann, auf damit, auf mich dahin zu werfen. Oh, danke. Komm noch mal her. Ja, ich das schaffe, ich weiß nicht. Oh, dieser. Oh, jetzt bin ich sowieso tot. Ich mache jetzt einfach den hier. Egal, ob das billig ist. Oh, dieser. Oh nein, ich hätte mich da heilen können. Nein! Oh. Ja. Ich brauche Dings hier. Nein, ich kämpfe. Boah. Oh. Bringt nichts irgendwie bei so einem riesigen Gegner. Wo ist er? Zero. Ja, das müsste jetzt auch bringen. Komm. Dann macht man jetzt noch derbe mehr Schaden. Das war auch für 3- und 4-mal den gleichen Angriff einzusetzen. So. Grüße dann. Boah, jetzt hat. Wieso konnte ich jetzt nicht wieder springen? Boah, ich krieg das Kotzen hier manchmal. Boah. Boah. Da grüße dann. Das ist schon wieder passiert. Ja, gut, mach den fertig. Boom.
Mann, nein. Verpiss dich. Boom. Oh mein Gott. Ach. Israel, besser. Oh, wie viele sind hier noch übrig? 1, 2, 3, 2. Halt. 68. Okay, komm, holen wir uns noch ein Ding. Kann ich mir hier wieder irgendwas holen? Vielleicht irgendwas Leichteres. Ja, komm. Nochmal Ausdauer-Smash. Schon wieder Dingens. Super Rüstung. Alter, was? Kommt das von Zero? Ja, aber kam von Zero. Ja, Power Schub. Oh, hatte ich noch gar nicht. Medusa, verwandelt sie sich hier in Medusa aus Dings. Aus Uprising. Lass das herausfinden. Gut. Nun, ja. Cool. Riese. Kampf beginnen als Riesenkämpfer, aber nur beginnen, ne? Oh, Eik als Riese, stell dich halt mal vor. So, ich glaube, wir holen uns das hier, ne? Oder das hier, perfekte Schildhelfer. Aber da kriege ich sowieso nicht hin, also mach mal den hier. Gut, dann war es das für diese Folge. In der nächsten Folge noch mal die letzten beiden Dinger hier fertig. Und ja, den Rest, was wir ja noch verfehlt haben, ne? Mal sehen. Nicht gemacht haben. Ne? Gut. Dann bedanke ich mich alle herzlich fürs Zuschauen und tschüss.